Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Blackguards, wo wir immer noch auf dem Weg sind, ja, irgendwann mal Uriel wieder zu treffen und dem mal den Arsch aufzureißen. Bis dahin kämpfen wir weiter. Das habe ich mal gerade gesehen, wir hatten noch den Reißer jetzt hier, Zweihand-Hiebwaffe. Astrale Regeneration. Tja, jetzt bräuchte ich halt nur noch irgendjemanden, der damit umgehen könnte. Vom haben wir, ja, Gewicht 130. Schauen wir mal eben. Die Wurfmesser, wenn ich zwei wegschmeiße. Ach so, die haben Gewicht von 0,8. Ach, wir schmeißen einfach alle Wurfmesser weg. Da sind wir auch wieder beim richtigen Wert. Beziehungsweise unter dem Maximalwert. Und dann geht's ab zum Garten der Ahnen. Da soll ja ein Kraut wachsen, um uns zu schützen. Diese Pflanze sollte nicht hier sein. Gebt Acht! Lasst euch nicht von ihr verzaubern! Boah, ich hasse diese Pflanze. Genau, der sagt, gebt Acht, der wird verzaubert. Kann ich den nicht umschmeißen? Natürlich nicht. Nutzen wir einfach mal den Wurfspeer. Unverfehlt natürlich, sehr elendig. Die Pflanze ist nicht echt. Kommt her! So. Dann gehen wir mal übers Elend hier. Ah, jetzt habe ich doch mal Schaden gemacht an ihr. Ich dachte, die ganze Zeit die Pflanze wäre vielleicht nicht echt. So, die Irrlichter kann ich ja nicht angreifen. Weil die Irrlichter können mich angreifen. Hebt die Wirkung von Giften auf. Zauberzwang, eine Runde, Berserker. Immun gegen Hiebschaden. Reißen wir dieser Lilie das Herz raus. So, ab rüber. Ins Wasser gehen ist ja immer schlecht. So, wie sieht's aus? 100% Trefferchance mit Umwerfen. Und jetzt wird sie meinen Zwerg hauen. Aber er schlägt sich doch ganz gut. Wer ist der Nächste? Aber wir haben nur 60% Trefferchance gegen die. Ich bin vergiftet. So, rüber mit dir. Ah, dann nimmt er die nächste. So, Takate, lauf mal durch. Als nächstes kann Bär den ganzes Stück näher laufen. Komm, treff einfach Berdi. Sehr schön. Hätte kaum besser laufen können.
bin vergiftet! Komm, du triffst! Ah. Ja, das war's mit dem Zwerg. Ich bin vergiftet! Vielleicht, vielleicht doch nicht. So ein Stück weiter. 96%. Ah. Ich hasse Gift. Ich weiß, dass du es hast, aber es bringt uns gerade nicht viel mehr. Ich bin vergiftet. Hass macht es nicht besser. So, dann machen wir Scharfschütze auf ihn. Ausgewichen. Ich hasse Gift. Das war's mit dem Zwerg. Wie lange ist sie noch? Im Zwang eine Runde. Töte das Mistvieh endlich. Oh, ich fasse es nicht. Hab auch noch mal ein bisschen Pech dabei. Der Zwerg stirbt gerade ein wenig. Schön. Mit der Finte treffe ich den auch nicht sofort. Tja, was sollte ich machen? Komm, hab Glück. Na, geh mal ein paar Schritte weg. Dann versuchen wir wirklich mit dem stärksten. Nein, 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 nicht den leichtesten. Oh. Ich bin vergiftet. Das war nicht der Plan. Boah, irgendjemand muss das Vieh jetzt endlich aufhalten. Ich bin vergiftet. Oh, jetzt nimmt er den Takate. Naja, immerhin. Wenn er Berdi genommen hätte oder so, wäre es bedeutend schlimmer. Berdi ist nämlich der Einzige, der den Tag gerade retten kann. Wenn er ihn mal treffen würde. Tja, versuchen wir unser Glück. Boah, jetzt hat er echt noch ein Leben übrig. Oh! Es kommen immer mehr. Du musst es schaffen. So, benutze jetzt auch mal den starken Feuer. Den Feuerball. Weil da hast du AOE-Schaden mit drin. Ja, sehr gut. Bam, bam, bam. In your face. Boah, 200 AP gibt's schon pro Kampf. So, einmal Rast. Bevor wir... Genau, du schaltest es erstmal. Ab ins Moa-Dorf. Was tut sie? Sie ruft die Geister der Ahnen. Ist das... Ich meine... Ist das klug? Bei? Ko? Wir sollen die Wurzel essen. Ko? Ko? Naja, schlimmer als Schreckkatzenfleisch kann es nicht sein. Ko, Ko, ja. Hm. Huchabchatanwan, Pomopaka, Huhuwa? No, Panka, Yonahona. Panka,
Kova. Der Weg in die Höhle führt durch den Bleichen See. Durch den? Heißt das, wir müssen tauchen? Gehen wir. Stell dich nicht so an. Tauchen macht dir doch nichts. Bleicher See. Nochmal 300 AP bekommen. Wo ich vor allem Ding Berdi könnte mal noch im Talent für Fallen entdecken. So, holen wir noch ein paar Astralpunkte raus. Körperkraft, Konstitution, Initiative, Fingerfertigkeit. Das ist ein reiner... Da kann ich auch auf Körperkraft gehen, um die Fertigkeit zu erhöhen. Also die Fernkampf. Den Fernkampfwert nochmal um einen. Wählen wir den mal ab. Tja. Wieder ein höher. Noch ein bisschen Magieresistenz. Auch bei der jungen Dame. Dann haben wir noch den Zwerg. Obwohl der... jetzt nicht unbedingt noch ein anderes Talent lernen muss. Obwohl, Fernkampf braucht ja nicht, Attacke, Magieresistent. Was wird da helfen? Konstitution. Das gibt dann einen Lebenspunkt mehr. Hat er schon eine Magieresistenz von 16, was auch immer gut oder schlecht ist bei diesem Wert. Ich weiß auch nicht, was der Maximumwert ist. Ah, sobald ich das Tal betrete, kann ich nicht mehr zurückkehren. Das hört sich auch an wie, da geht's dann zum Ende hin. Dann gehen wir wirklich nochmal kurz zum Händler und schauen, ob wir den einen oder anderen Heiltrank noch kaufen. Was ist... Geh. Effen. Den gewöhnlichen Gürtel können wir natürlich wegschmeißen. Der Reißer war jetzt nicht so interessant für mich. Das müssen wir mal kurz gucken. Jagdpfeile müssen wir auch noch besorgen. Proviant. Mit zwei Proviant werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Gegengift, Wundbinden haben wir auch. Ja, Wundbinden haben ja kein Gewicht, dann nehmen wir die auch noch mit. Na komm. Irgendwo muss es noch Pfeile geben. Und was ist da überhaupt für eine... Digga. So, Proviant brauchen wir nicht. Bitte... Was habt ihr anzubieten? Keine Pfeile. Aber vergesst mal, dem hier oben das reinzuklicken, ne? Ja. Hat aber auch nix. Ah, hier ist die letzte Götterstatue, oder? Ein Schrein für dich. Und ein Löwe. Herz des Waldes. Schlachtfeld von Wobran. Gefängnis von Neta. Ach, da waren wir auch gerade erst. raus. Wir wollen Jagdfallkram. Genau, hier ist die Jägerin. So, Hammer ist die. Genau die. Rubini. Schlecht, Hauptmann. Der Pöbel hält. Wie viele? Wenigstens. Und die Sie. Abergläubisches. Nö, danke. Ich will keine Nebenquests jetzt machen. Ich will Pfeile.
Am besten eigentlich noch bessere als die normalen. Heda! Diamant! Der reinste Irrsinn! Ein Mann hat die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Nun folgen sie. Er hat alle Pferde von den Feldern in die Arena bringen. Jetzt tränkt mehr Blut den Sand, als alle Gladiatoren dort je vergossen haben. Wir müssen dem warten. Na gut. Gehen wir den Aufstand wenigstens niederschlagen. So, da ist der Anführer von denen. Warum auch immer die alle Pferde getötet haben, sei dahingestellt. So, damit ist der hier unten auch tot. Verdammt. Guck mal, super geil. Das ist echt ein cooler Zauber. Acht bis 18, dann sollte das reichen. Schön, direkt der niedrigste Wert. Magieresistent plus 2. Genau, versuch mal einen Zwerg mal zu schlagen. Ja, so stark sind die jetzt auch nicht. Ach, der Meister von denen ist schon tot, ne? So, volle Power. Toll, jetzt fehlen mir natürlich die Paraden gleich. Bom, 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 bom. Und nochmal. Aua! Tue nicht meiner guten Freundin so weh. Ihr könnt doch nix. So, dann machen wir auf den Schaden. Weil die anderen töte ich mit Befreiungsschlag. Das sollte reichen. Genau. Verdammt. So. Geiler Scheiß. Dann versucht den umzuschmeißen hier oben. Der hat 18 Leben. Der hier unten hat noch 2. Ja, dann klöppel den um. Danke. Den normalen Attacker hat natürlich eine große Chance, mich immer zu treffen. Aber alles in Richtung Wuchtschlag und so weiche ich immer aus. So, Aurelia. Wir haben übrigens die Nebenquests so gemacht, weil es direkt hier vor Ort war. Ohne irgendwelches Rumrennen. Ihr seid wahrlich das Beste, was meine Arena in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Yeah. Ihr wart ein guter Lehrer. Braucht ihr Hilfe beim Aufräumen? Das lasst nur meine Sorge sein. Geht mit Chor. Chor. Ein Richtschwert. Was ist das? Ja, heil uns mal bitte. Raja mit. Dann betet man noch ein bisschen im Tempel rum. Da, wir kriegen 100 Abenteuerpunkte dafür. So, was haben wir hier? Das Richtschwert.
wo ich sagen muss, geiler Scheiß, das lohnt sich sogar. 19, 13, 13. 13, 13, 5. Warum habe ich eigentlich so einen schlechten Initiativewert? Minus 3, minus 4. 8 bis 23 Schaden. 8 bis 18. Na komm, man kann es halt versuchen. Er ist halt ein Zweihänder. Und eigentlich ist doch Bärde hier voll. Zweihandschwerter und Säbel. Naja, suchen wir weiter nach Pfeilen. Fahr ich den Kurios! Da! Da sind wir richtig. Handschuhe, Robe. Ja, Feuerschaden. So, Proviant noch. Ach, hier haben wir einen frei. So, setzen wir noch hier einen guten Heiltrank. Mein Zauber kriegt auch einen mit. Und Takate kriegt auch noch einen mit. ...99 Pfeile. Hey, ihr... Was? Wir kämpften zusammen in El Alem. Erinnert ihr euch? Die Ungläubigen bringen mich in die Bleiminen von Rast. Schafft den Sklaven endlich fort. Immer dies... Der Novadi dort. Wie viel wollt ihr? Der? Er ist zwar vorlaut, aber er ist ein Exot. Allerdings weigert er sich ständig zu essen. Sagen wir 50 Golddukaten. Ihr habt eure... Er gehört auch... Danke, ungläubige Freunde. Ich sah mich schon in den Minen arbeiten. Geht es euch gut? Jung und schön wie der Wüstenmorgen. Du musst jene Aurelia sein, von der die Rede war. Dann habt ihr eure Hexe ja doch noch gefunden. Maha Asalama. Und weg ist es. Tja, 100 Abenteuerpunkte für nix. Egal, machen wir nächstes Mal weiter mit das Let's Play Blackguards und wir dann ins an den Bleichen See gehen. Ich bin gespannt. Es gibt kein Zurück mehr, also wird der letzte Part der letzte. Wahrscheinlich. Bis dann, euer Doc. Ciao.